Als erstes möchte ich jetzt die inneren Schienen herstellen. Dabei möchte ich zunächst das innere Herzstück, das hier als Radlenker dient, mit der Hauptspitze und der Beispitze in einem Arbeitsgang herstellen. Dazu habe ich mir hier den Winkel aufgezeichnet in der Steigung 1 zu 9. Nachdem wir aber zwei Spitzen herstellen wollen, ist die Neigung hier 2 zu 9. Und so habe ich dieses Profil hier gebogen im Verhältnis 2 zu 9. In diesem Winkel habe ich mir auch eine Leere gebaut. Anschließend wird jetzt das Profil an diese Leere angeheftet. Ich fixiere jetzt das Schienenprofil an einigen wenigen Stellen an der Leere. I fix now the rail to the pattern. So, das müsste reichen. Ich befestige jetzt das zu fräsende Schienenprofil mitsamt der Leere auf dem Koordinatentisch der Fräsmaschine. Muss man natürlich darauf achten, dass das hier genau parallel auf dem Frästisch angebracht ist. Das ist der Fall. Jetzt werden wir mal das Auge bewaffnen. Ich verwende jetzt hier Schaftfräser, ein paar Tropfen Spiritus, kann nichts schaden, reduziert die Reibung, schont das Werkzeug. Das ist sauber getrennt, aber hier haben wir jetzt den Winkel 1 zu 9 angefräst. Jetzt ziehe ich die Frässtelle auf einem Tausender Schleifpapier nochmal ab, möglichst ohne zu verkanten. Drunter habe ich eine Glasscheibe oder hier in dem Fall ein Plexiglas gelegt, damit es wirklich total eben ist, total glatt. So, jetzt lösen wir die Lötstellen wieder. Der eine ist schon lose. Glaube ich, der ist schon locker. Ups. So, das ist geschehen. Hier einmal Hauptspitze und Beispitze provisorisch zusammengesteckt. Als nächstes muss die Innenschiene dem Radius entsprechend gebogen werden. Man sieht, die Schiene weicht nur wenig von der Geraden ab. Dennoch muss es stimmen. Ja. So, hier haben wir jetzt das Profil an die Leere gelötet. We fixed the rail to the pattern. So, das Werkstück ist jetzt hier auf dem Frästisch schön festgespannt, so dass wir jetzt mal das Schienenprofil in Längsrichtung bearbeiten können.
So, schließlich sollte noch das gefräste Profil, das doch etwas rau ist, noch auf Schleifpapier abgezogen werden. Ich nehme erstmal 400er. Und dann kann man anschließend noch mit 800er oder 1000er Papier den letzten Feinschliff geben. Messen sollte man auch noch mal. So, der Schienenfuß ist einseitig abgefräst und der Schienenkopf zum Teil bis zum Steg. Der Schienenkopf hat eine Breite von fast 0,8. Die ist etwa hier vorhanden, 0,82, 0,476. Und hier haben wir 0,47, das ist in Ordnung. 45, 6, mehr braucht man da nicht zu machen. Nachdem nun wichtige Schienenprofile, wie hier die Innenschienen, fertiggestellt sind, kann es so langsam an den eigentlichen Weichenbau gehen. Wir ziehen hier zunächst einmal die kupferbeschichteten Schwellen ab, damit sie ganz blank sind und wir sie verzinnen können. Die Schwellen verzinnen dort. Wo die Schienenprofile angelötet werden. Tinning the ties. Jetzt löte ich wieder das Herzstück zusammen. Aus Hauptspitze und Beispitze. Ich mache das hier elektrisch, da muss ich nicht lange einen Lötkolben anheizen. Ausschalten und dann die Elektrode wegnehmen. So, schauen wir es uns mal an. Ich kann auch die andere Elektrode wegnehmen. Ich habe hier so eine Keramiksteckplatte. Da kann ich dann auch diesen Winkel 1:9 stecken. Ja. 1:9. Passt. Ne? Elektrische Trennung. Electrical Separation. Auf Stromdurchgang testen. Ah, da müssen wir noch was machen. Und die haben wir ein bisschen markiert. Der. Heute habe ich Post bekommen von Harald Finster aus Aachen. I received mail from Dr. Dark. Und mal gucken, was da drin ist. Ich weiß es ja. Aha. Da sind die jetzt drin. Mein Herzstück, das hatte ich als Muster beigegeben. Und hier ist jetzt keine Speicherkarte drin, sondern Teile der Dreifachherzstücke, unsere sogenannten Frästeile. Oh, es sind 6 Stück, brauchen tun wir eigentlich nur 4. Da können wir uns die besten aussuchen, falls es überhaupt Unterschiede gibt. Harald Finster,
hat mir das angeboten, diese schönen Teile zu fräsen, damit ich es leichter habe. Seine Fräsarbeiten kann man auch auf YouTube unter Harald Finster bewundern, wie er auf seiner riesigen Fräsmaschine diese unheimlich feinen Teile fräst. Wir hatten uns ja hier auf eine Zeichnung verständigt. Jetzt will ich mal grob ein solches Teil hier durchmessen. 38, ganz genau. 4,5, 4,66, wunderbar. Also sehr, sehr schön. Und ich gehe jetzt also da gleich ans Einbauen. These lovely things are parts of the triple frogs. Das Schienenprofil wird natürlich gebogen, wobei wir hier in der Mitte einen Radius von im Modell 31 Metern haben. Das weicht von der Geraden kaum ab. Das stimmt soweit. Jetzt können wir mal ans Einbauen gehen. Säubern und Aufrauen des Schienenprofils von unten. Cleaning the stock rail. Anfrischen der bereits verzinnten Schwellen mit dem Glasradierer. Cleaning the tint ties. Aufbringen von ein bisschen Löthonig. Just a little bit of flux. Das ist etwas mühsam hier, aber dafür geht das Löten umso leichter dann. Dort, wo die Zungen an der Backenschiene anliegen, muss der Schienenkopf etwas ausgenommen werden, aber nur von unten, ohne den Schienenkopf selbst zu verletzen. Das müsste eigentlich schon reichen. So, der Schienenkopf selbst ist nicht geschwächt. Nur von unten her. Das muss man sich mal beim Vorbild angucken, wie sowas aussieht. So, ich fange jetzt an, die erste Backenschiene aufzulöten. Dazu habe ich hier schon mal ein Teil des dreiteiligen Herzstückes hier fixiert. Als Spurlehren dienen hier mir die deutschen Pfennige. Die haben genau 16,5. Soldering the stock rail. Jetzt wird die vorgebogene Zwischenschiene eingefügt. Zwar ist das überwiegend der Radius etwa 780 cm. Die kommt jetzt hier rein. So, jetzt probieren wir mal,
wie das aussieht. Also wir müssen mindestens 0,95 hier haben. Hundertstel gehen gut rein. Beim Festlöten der Backenschiene gibt es zwei Fixpunkte. Einmal hier am Herzstück und dann hier gegenüber der Mittelschiene. Machen wir das mal hier fest. Schieben das mal so weit ran, dass wir hier 16,5 haben, beziehungsweise 16,6. Mit ein bisschen Spurerweiterung brauchen wir hier eigentlich nicht. Jetzt müssen wir mal mit dem Pfennig hier probieren. Ja, etwas könnte 16,6 sein jetzt. 16,6, genau. Das können wir so lassen. Wo stehen wir jetzt? Auf den Schwellenrosten beider Baeseler DKWs sind die Backenschienen und die Innenschienen montiert. Die Herzstücke sind erst im Aufbau. So. Jetzt müsste es eigentlich soweit sein.